Wie schnell ist es passiert? Du hast dir einen Infekt eingefangen oder du brütest etwas aus. Dein Körper wehrt sich dagegen und arbeitet auf Hochtouren. Fieber ist dann oft mit dabei. Vielleicht sogar als erstes Anzeichen, dass irgendwas gesundheitlich nicht stimmt. Wie gut, dass du hier deinen Körper natürlich unterstützen kannst, mit dem Fieber fertig zu werden. Wie genau? Ich zeige es dir jetzt mit meinen homöopathischen Tipps und einem wunderbar wirksamen Hausmittel. Fieber. Ab wann ist es eigentlich Fieber und nicht nur eine erhöhte Temperatur? Im Allgemeinen spricht man bei einer Körpertemperatur von über 38 Grad Celsius von Fieber. Die Ursachen können total unterschiedlich sein und in bestimmten Situationen ist es echt wichtig, die genaue Ursache durch einen Arzt abklären zu lassen. Bei Erwachsenen ist beispielsweise bei länger anhaltendem oder wiederkehrendem Fieber das der Fall. Kinder, die länger als einen Tag Fieber haben oder zusätzliche Symptome wie Ausschlag oder Erbrechen haben, gehören ebenfalls zum Arzt. Bei Säuglingen sollte man bei Temperaturen über 38 Grad Celsius den Arzt aufsuchen. Nun schauen wir mal, was du homöopathisch gegen Fieber machen kannst und wie du die unterschiedlichen Fieberarten behandeln kannst. Schauen wir uns jetzt als erstes mal an, wenn das Fieber von jetzt auf gleich kommt. Die Temperatur steigt rasant an und die Haut ist heiß und trocken. In diesem Fall ist Aconitum D12 das Mittel deiner Wahl. Das kannst du dir vielleicht auch an dem deutschen Namen Sturmhut merken, denn genauso stürmisch steigt das Fieber auch an. Aconitum ist das typische erste Fiebermittel für alle Kinder, denn in den meisten Fällen war gefühlt eben noch alles gut. Dein Kind hat eben noch bestens gelaunt draußen gespielt und jetzt kommt es rein und auf einmal steigt das Fieber ganz schnell. Das nächste Mittel ist gut geeignet, wenn das Fieber ebenfalls rasch ansteigt, aber sich die Haut heiß und schwitzig anfühlt und meist gerötet ist. Hier ist Belladonna D12 perfekt geeignet, um das Fieber zu behandeln. Wir Erwachsene lassen meist das erste Fieberstadium von Aconitum aus und fühlen uns gleich wie eine dampfende Tomate. Wir schwitzen stark und auch das Fieber ist rasch eingestiegen. Oft sind auch starke Kopfschmerzen mit dabei. Belladonna kann übrigens noch viel mehr als nur Fieber zu behandeln. Schau dir mal dieses Video an. Dann erfährst du, wofür Belladonna noch alles eingesetzt werden kann. Was ist nun, wenn das Fieber eher so langsam ansteigt? In diesem Fall nimmst du Ferrum Phosphoricum D12. Es passt sehr gut, wenn der Infekt so eher vor sich hin eiert, also nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Gerade bei Kindern, die ihren Infekt nicht so richtig abschütteln wollen, kannst du es wunderbar einsetzen. Sie sind nicht richtig fit, aber auch nicht richtig krank. Jeden Morgen steht die Entscheidung an, Kindergarten oder Schule, ja oder nein. Ferrum Phosphoricum kannst du dann auch als kleine Kur über längere Zeit, zweimal täglich über 3 Wochen geben, um auch die Abwehrkräfte anzuregen. Bevor ich gleich noch einen alten, natürlichen Geheimtipp für dich habe, lass mich doch noch etwas zur Dosierung erzählen. Die drei Mittel werden wie alle anderen Mittel auch angewendet. Ich erkläre es dir ganz genau in diesem Video. Schau es dir an und du erfährst alles Wissenswerte über die Einnahme und Dosierung von homöopathischen Mitteln. Ich hatte dir doch noch ein altes Hausmittel versprochen, oder? Und das kommt jetzt. Kennst du eigentlich noch Wadenwickel bei Fieber? Ich kann mich total gut daran erinnern. Bevor wir etwas anderes gegen Fieber unternommen haben, kam meine Mutter mit verschiedenen Utensilien für einen Wadenwickel um die Ecke. Der gezielte Kältereiz an den Beinen regt auch die Selbstheilungskräfte des Körpers an. Wadenwickel sind echt schonend und belasten den Kreislauf auch nicht zu stark. Ich ziehe damit quasi die Hitze aus dem Körper. Und wie funktioniert das? Wichtig ist Folgendes. Die Füße müssen warm sein. Die Wassertemperatur sollte nur wenige Grade unter der Körpertemperatur liegen und sie werden im Liegen angewendet. Und was brauche ich nun und wie geht es? Ich tränke für jedes Bein ein Baumwolltuch, am besten einfach ein Geschirrhandtuch mit Wasser, wringe es aus und wickle es um die Waden. Darüber kommt ein zweites trockenes Tuch und dann wickle ich immer ein Frottee-Handtuch drumherum. Wichtig ist, dass es nicht zu einem Wärmestau kommt. Nach 10 bis 20 Minuten wird das Ganze entfernt oder auch dann, wenn der Patient friert oder zittert. Das Ganze kann das Fieber um bis zu 2 Grad senken und kann auch mehrmals täglich wiederholt werden. Beim Baby macht bitte noch keinen Wadenwickel, da hat sich ein Bauchwickel nach dem gleichen Prinzip bewährt. Und das gilt immer. Die homöopathischen Mittel kannst du immer mit der Schulmedizin und allen anderen Hausmitteln wie auch den Wadenwickeln kombinieren. Und meine Empfehlung ersetzen nicht den Arztbesuch. Hat es dir gefallen?
Willst du mehr darüber wissen, wie du deine Beschwerden homöopathisch behandeln kannst? Dann schau doch mal in meinen Kanal. Hier findest du viel mehr dazu.